Hallo liebe Leute, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu Let's Play Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Beim letzten Mal wurden die Mantra aufs Übelste attackiert und wir eilen natürlich zur Rettung, denn wir wissen ja, dass unser Freund noch in diesem Gebäude ist, weil wir ihn nämlich gerettet haben. Dementsprechend müssen wir jetzt zurück in dieses mega große, bedrohlich wirkende Gebäude voller Dämonen. Ja, wir wollen das Hauptquartier betreten, denn wir haben ja nichts Besseres zu tun. Und jetzt? Na, da passiert ja direkt was. Das ist ja toll. Oh. Hi, Kommentar. Ich habe von dem Kampfbericht gehört und schon vermutet, dass du gewonnen haben könntest. War nicht einfach herzukommen, gelinde gesagt. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Wie zum Teufel hast du es geschafft? Kommentar. Es gibt da etwas, was ich dir sagen wollte. Ich habe beschlossen, mich an die Regeln dieser Welt zu halten. Du weißt doch, was der Zweck dieser neuen Welt ist, oder? Ja, Ideologie, Weltneuschöpfung, blub. Ich will mich auch an der Schöpfung versuchen. Dam dam dam. Du hältst mich vermutlich für verrückt. Ja. Aber ich habe mich an diese Stimme erinnert. Diese Stimme, die ich hörte, als die Welt sich verändert hat. Du musst sie auch gehört haben, Kommentar. Schließlich hast du überlebt. Hat die mir nicht irgendwie gesagt, ich bin ein Dämon und bin mega free und darf nicht? Aber ja, ja, habe ich. Okay. Nachdem wir uns getrennt hatten, fing ich an, nachzudenken. Nicht nur darüber, was ich in dieser Welt zu tun habe, sondern auch, weshalb die Welt so enden musste. Und dann erkannte ich, dass es in der früheren Welt viel zu viele unnötige Dinge gab, die uns beschäftigten. Gott. Es gab eine Menge Sachen und eine Menge Leute. Aber es ist nichts Neues entstanden. Die Zeit verging und nichts änderte sich. Was die Welt wirklich brauchte, das bekam sie nicht. Es stimmt, dass ich alles verloren habe. Das war das Traurigste, was man sich vorstellen kann. Aber ich habe die Konzeption überstanden. Ich wurde erwählt. Daran werde ich glauben und jetzt muss ich in die Zukunft blicken. Ich fühle immer noch eine große Traurigkeit in meinem Herzen. Aber wenn ich sie wegstecken kann, dann warten unzählige Möglichkeiten auf mich. Die Kraft der Schöpfung wird mein sein. Ich bin ganz aufmerksam. Ja. Oh mein Gott. Die Dinge, sie verschwinden. Oh mein Gott! Wähle, sagte die Stimme zu mir. Die Welt braucht keine unnützigen, wertlosen Dinge mehr. Deshalb will ich meine ideale Gesellschaft gründen. Ein Paradies, das von den Starken, den Auserwählten regiert wird. Die Welt von Yosuga. Kommentar, du hast dich doch bis hierher durchgekämpft. Du weißt doch, wovon ich spreche, oder nicht? Ich bin sprachlos. Ach so. Aber ich glaube an dich, Kommentar. Ich glaube, dass du eines Tages lernen wirst, es zu akzeptieren. Pff, niemals! Ich werde damit beginnen, Magatsui zu sammeln. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber da Yosuga die Ideologie der Starken ist, werde ich zunächst mal sehen, was ich alleine zustande bringe. Es freut mich, dass wir heute die Gelegenheit hatten, uns zu unterhalten. Wir haben die Konzeption beider überstanden. Ich bin sicher, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Bis später, Kommentar. Die ist weg. Tja. Okay, wir haben also jetzt mal wieder eine größenwahnsinnige Freundin. Das ist natürlich unprüfbar. Ja. Da ich jetzt keine Ahnung mehr habe, wo wir uns genau umsehen müssen, werde ich also das Mantra-Gebäude auf den Kopf stellen dürfen.
Ich verliere Energie. Ja, das glaube ich dir. Aber guck mich an, ich bin fit und fröhlich und ja. Ich werde mal einen Kampf hier drin lassen. Ich weiß nämlich nicht, ob die jetzt sich verändert haben. Großartig noch. Gucken wir einfach mal rein. Was haben wir denn hier? Nein, haben sie nicht. Also ich schwör's euch, Leute. Jedes Mal, wenn ich in so einen Kampf komme mit den ganzen, wie heißen sie nochmal? Nico Tamas! Ich will erstens eine haben und zweitens werde ich gecharmt und kann nichts mehr tun. Oh Gott, so Tenor. Wieso er uns nicht retten? Okay. Klingt wie ein Anhaltspunkt. Auf zu Gott zu Tenno! Und ein Hoch auf andere Magatama, die mir nicht in den Arsch treten, dadurch, dass ich sie benutze, beziehungsweise benutze. Oh yeah. Boah, gehe ich einfach mal direkt dahin. Prinzipiell einfach nur dem Weg folgen, den ich schon mal gegangen bin. Wenn es Kämpfe kommen, werden sie wieder rausgeschnitten. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Uzume ist ein Level aufgestiegen. Natürlich hat sie keine Fähigkeiten mehr, also bin ich mir dazu prinzipiell. Also prinzipiell in dem Sinne von, naja, sie kann nichts mehr lernen, Sinne, nichts mehr. Wir stehen auch kurz vorm Level Up. Ich werde daher. Mach. Stärkeschutz. Nehmen wir einfach mal ihn. Ja, 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 ja. Wir bleiben bei unserem Elektromagatama. Für Gründe, die ich euch nicht erklären kann. Was ist los? Was geht hier vor? Hey, die Gefangenen flüchten. Woran siehst du das denn? Ich sehe nichts, was irgendwie an fliehende Gefangene erinnert. Kann mich ja auch täuschen. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich überhaupt täusche in irgendeinem Spiel. Aber gut. Wie er meint, die Gefangenen sind am Flüchten. Nehmt euch in Acht. Okay. Also potenziell muss ich in den Aufzug da. Also gehen wir in den Aufzug und gucken uns dann weiter hier um. Zumindest bei Gotsuteno. Die Mantras sind erledigt. Ja, ihr seid erledigt. Ich nicht. Bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich bin ein Level aufgestiegen. Awesome, awesome. Mehr Vitalität. Elektroboost, Stärkeboost, Fokus, inneres Auge, Folge hat die Chance von hinten angehen. Ja, wir werden auf den Mana-Boost jetzt verzichten. Oh, was sind das? 13 MP. Ah, das tut weh. Das tut einfach nur weh. Ah, meine Gruppe ist genesen, also tut minimal weniger weh. Aber es hat ein Riesenloch in meinem Herzen hinterlassen. Oder so. Ich weiß nicht genau. Auf zur 60. Ebene. Habe ich ja schon letztes Mal mit Faschenmusik gefühlt? Ich weiß nicht. Nein, das tun wir uns jetzt nicht an. Stellt euch einfach vor, wir sind sehr lange mit dem Aufzug gefahren und sind jetzt hier ganz oben. Und hier ganz oben werde ich mich jetzt zu Gott zu Tegel begeben. Bis gleich. Gut, dass die Schwäche dieser blöden Vögel Elektro ist. Die ist sebisch nämlich ausgerüstet. Ja. So. Das war natürlich nochmal ein Vogel. Muss ja sein, dass ich hier zwei Millionen Mal von einer und derselben Kreatur angegriffen werde. Nur um zu sehen, dass überhaupt nichts passiert, weil sie mich nicht besiegen können. Aber gut. Wir gehen in Gotsutenos Kammer. Und sagen Hi zu dem großen Statuen-Dingi. Okay, der Mannequin oder was da war, ist da rumgurgeln, jammern. Und aus ihm bringt das Ganze mal dazu hier vor. Du bist zurückgekehrt, mächtiger Dämon! Hast du es nicht mit eigenen Augen gesehen? Die Festung von Nihilo wurde von meiner Armee verwüstet. Also wieso? Sieh da! Magatsui entweicht aus meinem Körper, gegen meinen Willen. Und ich bin nicht der Einzige! Allen Mitgliedern der Mantra wird das Magatsui entzogen! Verflucht seid ihr, Nihilo! Was für einen teuflischen Trick haben sie benutzt? Oh, diese Schmach! Ich kann sie sehen. Die Maid, von der das Magatsui angezogen wird. Doch leider sind wir völlig machtlos. Wir haben keine andere Wahl, als auf unser Schicksal zu warten. Wehe unseren Anführer, Gotsuteno!
Nein, ich werde nicht sterben. Mein Körper mag zugrunde gehen, doch mein Geist wird weiterleben. Der einst wird jener, der meiner Macht würdig ist, kommen. Und dann werde ich zurückkehren. Ich werde nicht zulassen, dass sie eine Welt der Stille erschaffen. Was taugt denn schon eine Welt ohne Stärke? Ich werde diesen Zorn nicht vergessen, dieses Feuer, das mein Fleisch und meine Seele verzehrt. Mein Königreich wird sich erneut erheben. Oh Mann, das tat jetzt echt gut in der Stimmlage. Boah. Tja. Ja, so viel zu Gott zu Tene und sein kleinen Mannequin. Traurig. Eine Gedenkminute, bitte. Ja. Gut, nachdem wir jetzt hier rausgeworfen wurden, besteht unser Ziel darin, Dinge zu tun. Schreckliche Dinge. Von denen... Die sind so schrecklich, dass selbst ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Und das will schon was heißen. Ich wusste, dass du hier sein würdest. Achso, ich wusste, dass du hier sein würdest. Woher sollte ich wissen, wer da spricht? Gott zu Tene, Arzt. Nein, die Mantra sind durch Nihilos Attacke völlig ausgelöscht worden. Die Versammlung von Nihilo will mehr erreichen, als nur über Tokio zu herrschen. Wir dagegen wollen lediglich eine Schreckensherrschaft errichten. Ach, wollten. Entschuldigung. Deshalb haben wir verloren. Und all jene, die wir Kameraden nannten, haben uns im Stich gelassen. Du hattest einen Freund, der hier gefangen gehalten wurde, oder? Nicht? Ihr könnt beide tun und lassen, was ihr wollt. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Es hat so keinen Sinn, eine verlassene Stadt zu bewachen. Lebe wohl. Ich werde versuchen, meinen Traum zu verwirklichen. Eine Welt, in der die Starken gedeihen. Wenn du wirklich stark bist, dann werden wir uns wiedersehen. Springst du jetzt auch vom Gebäude? Nein? Okay. Aber gib zu, ihr hättet auch gerne gesehen, wie er vom Gebäude springt. So, Tor. Wie er vom Gebäude springt. Oh yeah. Das wäre cool gewesen. Na gut, er will ja nicht. Er will ja nicht, also macht das nicht. Also sehen wir das leider nicht. Dementsprechend werde ich mich jetzt wieder in den Aufzug begeben. Yes. Because yes we can. Ist unser Motto. Jetzt, da wir hier unten sind, hier unten hatte ich eigentlich alles untersucht, also muss ich jetzt hier runtergehen. Gut, gut. Haben wir den Weg auch schon mal geklärt und das sogar ohne Navi. Außer Minimap. Aber sie sagt nichts. Da sind wir auch schon wieder, nachdem ich gesehen habe, dass hier Ortrus wieder rumrennt. Das ist cool. Ich werde irgendwann hier nochmal hingehen müssen und mir einen Ortrus besorgen. Einfach nur, weil es cool ist. Aber naja, das hat ja Zeit. Und entgegengesetzt der Tatsache, dass das hier ein begrenztes Let's Play ist, was also sprich von der Zeit her, habe ich sowieso nicht unendlich Zeit und muss gucken, dass ich hier wenigstens irgendwelche Dinge erledige. Hier ist sogar nichts. Da sage ich noch was von Dinge erledigen und finde einen Raum mit nichts. Super. Haben wir hier. Okay. Ich denke mal, das hier ist ein Aufzug. Tja, das nenne ich mal einen interessanten Kampf. Da kam ein Ortrus rein als Verstärkung, hat die Krallen ausgefahren und weg war mein Magami. Unglaublich. Aber cool. War sehr cool, muss ich sagen. Ich werde mich jetzt aus dem Gebäude hinaus begeben, werde mir meine Fusionsmöglichkeiten angucken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Auf Wiedersehen und tschüss!